Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, heute ist es soweit, wir starten mit der J. Jiggy 2020 Playlist Release Reihe. Ein sehr komplizierter Name für etwas sehr Einfaches. Der liebe J. Jiggy lädt jetzt jeden Monat einen Song mit Musikvideo auf seinem Channel hoch. Und heute haben wir den ersten dieser Songs, der heißt Burnout. Produziert ist der von Inbeatables und ich würde sagen, wir hören auch direkt rein, Leute. Ich finde das Projekt sehr, sehr cool. Neue Mucke von JDG habe ich mir lange gewünscht. Leute, Survivor-Album werden wir noch reinhören. World Dixon geht weiter, SpongeBob auch. Leute, ich musste mich erstmal fangen, Leute. 2.20 hat angeklopft, ich habe gesagt, moin, Leute. Und der kam einfach so reingesprintet, deswegen war ich nicht darauf vorbereitet, dass jetzt alles so ein bisschen schnell ging, Leute. Aber, hey, ich bin auch für euch da. Ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt auf Burnout. Klingt nach einem Real Talk Track, aber hier auf dem Thumbnail ist auch eine Explosion zu sehen, falls ihr es erkennen könnt. Könnte auch sehr laut werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bevor wir reinhören, geht nochmal auf das originale Video von J. Jiggy. Lasst nochmal ein bisschen Liebe da, einen Aufruf, einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Für den Algorithmus würde mich sehr freuen. Link dazu ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Wir hören rein Burnout von J. Jigulus, Leute. Ich hab auf die Finger gewartet! Das Leben ist ein Spaziergang. Okay. Ein Spaziergang auf dünnem Eis. Erzähl mir nix von deinem Know-how. Dicker, ich bin damals aufgewachsen. Mit Dub, Z, Mob, Deep, Redman und Buster. Mit Dr. Dre, The Game, 50 und Marshall. Memphis Bleak sagte zu mir, smog the pain away und ich hasse es. Das geht strong los. Ich möchte nur kurz schauen, von wem das Video ist. Das Video ist also von keiner Person gemacht worden, finde ich sehr stark. Wahrscheinlich einfach von ihm und irgendwelchen Leuten aus dem Umkreis. Okay. Prioritäten waren mir Latte. Schlappen, Drogen brachten mich in die Klapse. Real Talk, dieser Jiggy hat ne Macke. Sagt, warum sind meine Hände auf dem Rücken in der Jacke? Zu viel Drogen, Missbrauch. Oh, das ist stark, Mann. Das ist wirklich Real Talk. Zu viel Koks, zu viel Saufen, mit blauen Augen rot unterlaufen. Wollt nicht sein, so wie der Green-Eyed Bandit. In Sachen Skill gehöre ich auf Siegertreppchen. Dicker wie ein Champion. Fick dein Ei, fick dein Ei, fick dein B-Sign. Faggot, ich bring den Pain, I be like Method. You know what I'm saying. Stress mich jetzt besser nicht, was für Jiggy, relaxe dich. Ich bin restless wie Exhibit, Dicker. Ich werde diese ganzen Ami-Einspielungen gar nicht checken, Leute. Ich hör so gut wie gar kein Ami-Rap, wenn nur. Also Eminem, okay, klar, da habe ich alles irgendwie gehört. Und wenn, höre ich ab und an Joyner Lucas in letzter Zeit ein bisschen, aber das ist alles, was ich höre. Sorry, Leute. Mich jetzt besser nicht, was für Jiggy, relaxe dich. Ich bin restless wie Exhibit, Digga. Das Leben ist ein Spaziergang. Ein Spaziergang auf dünnem Eis. Wenn die Last auf deinen Schultern zu schwer wird, ja, dann brichst du auf. Verdammt, die Scheiße macht mich crazy, verrückt. Unterwegs Richtung Burnout. Wer mag mich therapieren, Digga? Ich bin crazy. Ich aggressiv, du weißt nie, wie ich reagiere. Ey, Real Talk, ich hab das Gefühl, 2.20 wird Jiggy rasieren. 2.20 wird er rasieren, auch wie er hier so lang geht. Er sieht das, ob er Bock hat. Er ist gehypt, er möchte rasieren dieses Jahr, glaube ich. Weil, ey, im letzten Jahr, so zweite Hälfte 2019, hat sich bei Jiggy, kam so ein Turning Point irgendwie, ich weiß nicht. Auf einmal, ich weiß nicht, was passiert ist, aber er hat Interviews bekommen mit seinen Idolen von früher. Kolle, Savage, PA. Geil, Alter, das hat mich so gefreut für ihn. Die Sache mit Tadl hat mich so gefreut, dass er dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wieder bekommen hat von einer anderen Zielgruppe. Und ich glaube, Jiggy hat jetzt auch Bock. Man merkt es ja auch mit diesem Monatsding, was ich echt nice finde. Jeden Monat ein Song mit Musikvideo. Habe ich so auch noch nicht gesehen, ja. Ich glaube, er zieht durch dieses Jahr. Er ist auf jeden Fall gehypt. Es brennt in ihm. Ich weiß immer, wie ich reagiere, Freunde, in einem Video. Eine staubige Luft, in meinem Innern staut sich der Frost. Du weißt gar nichts, Mann, ich sauf mich kaputt. Ich bin down, ich bin drauf. Doch geh für die Scheiße drauf, wenn ich muss. Ich liebe seine tiefe Stimme, der hier verwendet. Die Welt ist voller arroganter Affen. Sklaventreiber, okay, Alter. Das muss ich mal geben. Ich bin down, ich bin drauf. Doch geh für die Scheiße drauf, wenn ich muss. Die Welt ist voller arroganter Affen. Sklaventreiber, Halsabschneider, Fatzke. Bevor ich nochmal für einen von denen schaffe, bleib ich 100% lieber mein Leben lang am Hustling, Dicker. Oh, ich sag ja, er ist gehypt, Mann. Ey, das ist ein stabiler Track. Erste Hälfte Real Talk, zweite Hälfte Motivation, um selbst was aus seiner scheiß Schüssel zu machen, Alter. Übrigens, by the way, Fatzke, geiles Wort. Fatzke liebe ich, das Wort. Benutzt man viel zu selten, ist aber echt dafür viel zu geil. Von denen schaffe, bleib ich 100% lieber mein Leben lang am Hustling, Dicker. Jeden Tag
kacke, dann baue ich auf die Familie, weil alle anderen sind Ratten. Ich schlafe im Untergrund, doch fragt alle Quellyman, der Struggle is beautiful. Fuck deine Gucci-Shoes, fuck all deine Songs und fuck dein Label-Boss. Ihr seid nicht mal Rockefeller, nur weil ihr kein Fellas. Rocker. Oh, J-Gigolos. Hast du dir ein kleines Küsschen verdient? Auf deine Bauchnabelfalte, Alter. Stark, gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Krasse Energie im Song. Ich fand den ersten Part gut, wo er ein bisschen über sich selbst erzählt hat. Und dann jetzt einfach allgemein die Message, dass man halt, das sehe ich jetzt zumindest heraus, egal was ist, du kannst immer mit harter Arbeit, Leidenschaft, Motivation, mit dem Hustle halt, kannst du immer was aus der Situation rausholen, immer was machen, dass du dich hochkämpfst, auch wenn du nichts hast, du kannst alles schaffen. Und fuck dein Label-Boss, ihr seid nicht mal Rockefeller, nur weil ihr kein Fellas. Auch cooles Video mit diesen Effekten. Fühl ich. Und Shader, see you later. Get rich or die trying, Finger mich zu belehren. Also werd ich reich oder sterbe beim Versuch es zu werden, Digga. Das Leben ist ein Spaziergang. Schöne Anspielung, ein Spaziergang auf dünnem Eis. Wenn die Last auf deinen Schultern zu schwer wird. Ich liebe dieses Geflüster auch, da könnte ich jeden Tag zu einschlafen, ich sag's euch. Jiggy, wenn du ASMR machst, ich hör's jeden Abend. Ein Spaziergang auf dünnem Eis. Wenn die Last auf deinen Schultern zu schwer wird. Ja, dann brichst du um. Verdammt, die Scheiße macht mich crazy. Verrückt, unterwegs Richtung Burnout. Wer mag mich therapieren, Digga? Ich bin crazy. Verrückt, zudem war ich aggressiv. Du weißt nie, wie ich reagiere, Digga. Ich hab Flausen im Kopf, atme staubige Luft. In meinem Innern staubt sich der Frust. Du weißt gar nichts, Mann, ich sauf mich kaputt. Ich bin down, ich bin drauf. Doch geh für die Scheiße drauf, wenn ich muss. Wirklich ein starker Style, Mann. Jiggy war ja immer schon musikalisch unterwegs. Ich kenne ja nur seinen JBB-Stuff und ich glaube, 3-4 andere Lieder habe ich irgendwie mal gehört. Aber das ist was anderes. So. Das ist schön straightforward, aber nicht zu krass in die Fresse, sondern einfach noch so, dass man sich gut dazu bewegen könnte. Weil wir sind uns ja alle nice am Bewegen, Alter, wie wir wissen, ja. Aber Real Talk, das ist einfach eine gute Kombination, finde ich, aus einem Stil, den ich von Jiggy zumindest noch nicht kenne, und halt den gewohnten J-Gigolos, den ich liebe. Der Finger, Leute, der Finger ist das Geheimnis. Rap-Tutorial, checkt wirklich das Rap-Tutorial ab. Wenn ihr denkt, ihr wollt irgendwann rappen, dann könnt ihr es wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ihr habt die wunderbare Hilfe vom Rap-Tutorial, Freunde. Mit dem Code Rap nur 10% sparen. Spaß an dieser Stelle, ja. Aber checkt das gerne wirklich ab, das Rap-Tutorial. Kommt, glaube ich, jetzt nur noch Werbung für, okay. Ja, der erste Track von der J-Jiggy Release Playlist. Sehr gut. Burnout, sehr, sehr stark, Alter. Wir kommen zu kleinen, großen Mini-Fazit an dieser Stelle. Ich würde sagen, das ist mit einer meiner Lieblingstracks von J-Jiggy. Ich habe, gut, ist schwer mit Battle-Runden zu vergleichen, aber schön, hat was Motivierendes, so, finde ich. Hat was Motivierendes, was sehr Ehrliches von J-Jiggy, Real Talk-Track. Und pusht halt einfach. Pusht enorm, finde ich, ja, pusht enorm. Stabiles Video, allgemein finde ich es krass. Zu jedem der Songs wird er, glaube ich, ein Musikvideo droppen. Das schon eine Ansage ist. Das hat mir gut gefallen, gute Abwechslung und ich bin sehr zufrieden, Alter. Ist ein guter Auftakt, ist ein sehr guter Track für den Start dieser Serie. Und lasst mir gerne mal ein bisschen Feedback zu dem Song bei mir drunter da, wie ihr ihn fandet. Ansonsten natürlich zu der Jiggy himself rübergehen und dann nochmal ein bisschen eure kleinen Samen verstreuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben, da wird euch gefallen. Bis dann, bleibt fresh, so wie immer natürlich. Wir sehen uns, ciao.